Servus ihr Lieben und herzlich willkommen hier zu Euro Truck Simulator 2. Wir haben in der letzten Folge hier die Äpfel abgeliefert in Metz und haben hier eine Lieferung von Äpfeln. Moment, kann ich mal eben nochmal zeigen. Oder? Nee, Graphitfett. Von Metz nach Mannheim müsste das geliefert werden. Wir gucken jetzt mal bei Euro Goodies. Hier bei dem anderen. Was dort an Fracht ist. Was wir vielleicht abliefern können. Okay, Ampel ist ausgefallen. Dann können wir einmal rüber. Guck mal eben, was Euro Goodies zu bieten hat. Vielleicht was Interessantes, vielleicht nicht. Wenn nicht, dann nehmen wir das Graphitfett von dem anderen. Und doch, wir sind richtig gefahren. Ich habe mich gerade vertan. Euro Goodies ist hier. Einmal schauen. Lass uns einmal schauen, was der zu bieten hat. 7500 von Metz nach Düsseldorf für 7500. Ja, ist natürlich mehr als 4000 irgendwas. Wir brauchen Geld für die Bank. Denn wir haben hier einen Kredit noch, den wir zurückzahlen müssen. Wo ist die Bank? Die Bank ist da. Hier, Rate 2888 Euro pro Tag, Dauer in Tagen 0,35. Das ist natürlich einiges. Wir müssen gucken, dass wir an Geld kommen. Und dementsprechend müssen wir. Wir müssen uns aufbauen. Fahrerhaus anpassen. Was sind das? Okay, na gut. Blinker brauchen wir nicht setzen. Wir nehmen die Fracht an. Hier mit den Tomaten. 347 Kilometer. Auch wieder eine ganz schöne Strecke. Einmal wieder zurück nach Düsseldorf. Wir sind ja von Düsseldorf nach Metz gefahren. Jetzt von Metz nach Düsseldorf wieder. Wir nehmen den Auftrag an. Einmal ankuppeln und los geht's.
Mit der Fahrt. Mit der Fahrt. Mit der Fahrt. Ja, ja, ja. Nach. Ich glaube, wir müssen hier. Wir müssen hier. Kreisverkehr, genau. Nach Düsseldorf. Einmal zurück nach Düsseldorf. Einmal zurück nach Düsseldorf. So, einmal rüber, Fahrspurwechsel. Lass mich rein, ja, die lässt mich rein, danke sehr. Wir müssen natürlich gucken, dass wir uns gleich noch einen Schlafplatz suchen. Da wir schon relativ müde sind, wir müssen ankommen. Wir müssen ankommen. Mittwoch 19.52 Uhr. Wir haben Ankunftszeit 6.26 Uhr. Okay. Das heißt, einmal schlafen ist in Ordnung. Das müssen wir auf jeden Fall. Dann gucken wir, dass wir ein bisschen Gas geben. Um auch wirklich die Möglichkeit haben, Pause zu machen und trotzdem noch pünktlich ankommen. Das wäre natürlich wichtig, pünktlich ankommen. Dass wir auch das Geld kriegen dafür. So, bin auch mal gespannt, wie das mit den Mods vom Workshop funktioniert hier bei Eurotrack Simulator. Wenn da jemand eine Idee hat, gerne raus damit. Ich habe mir den MAN DEB Schenker geholt, runtergeladen und Frage, wie kriege ich den jetzt drauf? Wie kriege ich den jetzt? Den MAN von DEB Schenker. Hat da jemand eine Idee vielleicht? Dann gerne mal auch in die Kommentare damit. Ich direkt mal tanken. 1,54 Euro. 315 Euro haben wir bezahlt fürs Tanken. Und Ruhepause. So, die Ruhepause haben wir. Ankunftszeit jetzt 15.25 Uhr. Das passt noch. 19.52 Uhr müssten wir spätestens da sein. Jetzt einmal Gas geben, dann klappt das. Eine Rate von dem Kredit haben wir bezahlt. Wir haben jetzt noch 20.736 Euro. Okay.
Jetzt natürlich Gas geben, dass wir gut ankommen. Ich glaube, wir müssen Richtung Luxemburg wieder durch. Durch Luxemburg durch. Korrekt. Ein bisschen abbremsen. Wir können schon mal rüber. So, einmal den Kreisverkehr genommen. Und weiter geht's hier. Sehr schön, das klappt da hervorragend. Wohin fahren wir überhaupt? Wir fahren nach Stokers. Okay. Gut, also wir haben das auf jeden Fall geschafft. Bis hierhin sind noch 250 Kilometer. An Fahrstrecke. Aber das sollten wir eigentlich hinkriegen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. So. So. Dann machen wir jetzt auf 200 Kilometer noch runter. Dann würde ich sagen, packen wir den Rest der Fahrt in eine neue Folge. Damit ich für die andere Folge auch noch ein bisschen Material habe hier von der Fahrt. Kein neu machen muss, dann würde ich sagen, ist auch die Aufnahmesession hier durch. Habe ich zumindest die Fahrt auch noch geschafft. Habe ich genug Material für die nächsten Tage, bis und jetzt für die vergangenen Tage. Ihr seht die Folge noch später.
So. Dann danke ich euch schon mal fürs Zusehen wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich in der nächsten Folge morgen wieder reinschauen. Und dann geht es natürlich hier weiter bei Euro Truck Simulator. Wir machen die Tour hier zu Ende noch. Die Tomaten nach Düsseldorf. Die treulosen Tomaten hier. Und werden dann schauen, wie viel wir bekommen. Geplant sind ja knapp 7500 Euro. Mal gucken, ob wir die noch erreichen oder ob wir noch einen Zwischenfall haben. Irgendwie einen Unfall oder eine Strafzahlung oder irgendwas in der Art. Wenn nicht, haben wir bestimmt die 7500 Euro drin. Wie cool. Dann hätten wir knapp 28.000 Euro. Wie gesagt, damit bis zum nächsten Mal. Ciao und haut rein.